Was ist beim Kabelzugrudern eigentlich der Unterschied zwischen einem engen und einem breiten Griff? Bei beiden Griffvarianten führen wir die Arme von vorne nach hinten. Wir machen also eine sogenannte Retroversion. Bei einem engen Griff sind die Arme automatisch näher am Körper. Das heißt, die Arme werden adduziert. Für die Vertikaladduktion ist hauptsächlich der Latissimus verantwortlich. Somit trainiert ein enger Griff verstärkt den Latissimus. Je weiter die Arme abduziert werden, umso mehr schalten sich die hinteren Schultermuskeln und der Teres Major ein. Diese Abduktion passiert fast schon automatisch bei einem breiteren Griff. Zwar arbeitet in dieser Position der Latissimus auch mit, jedoch nicht mehr so intensiv. Mit der breiten Griffvariante kann meist weniger Gewicht bewegt werden. Gerade deshalb ist es so gut möglich, die Schulterblätter weit nach hinten zusammenzuführen. Somit treffen wir mit dem breiten Griff ganz hervorragend den gesamten oberen Rückenanteil. Bei dem engen Latissimus-dominanten Griff kann man meist mehr Gewicht bewegen. Dadurch ist es meist nicht mehr möglich, die Schulterblätter ausreichend nach hinten zusammenzuführen, weil der Trapez und die Rhomboideen im Verhältnis zum Latissimus einfach zu schwach sind.